So, da bin ich wieder. Wir haben Zauber sehen oder Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist wahrscheinlich wieder für Ausrüstung spielen. So, wir haben den Boss besiegt, haben 29.000 Seelen. What the fuck, einfach nur. 29.000 Seelen. Holen uns jetzt das Bonfire und da drüben ist ein NPC. Kann ich denn... Ach so, man kann auch. Okay. Ich finde, das finde ich wieder cool, dass man so reisen kann. Are you from these parts? Nein. My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Gegenstand kaufen. Heilige Klerikerglocke. Also das ist für Kleriker wahrscheinlich. Erhöht Wille. Oh, Zauberstäbe. Würde auch nicht mal schaden, auch so mal was zu kaufen. Ich. Heilzauber zum Beispiel. Bräuchte ich 12 Wille, aber ich kann ihn doch nicht aufleveln. I'd heard awful rumors about this place. And I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Okay. No need for miracles. No, ich will keine miracles. Zum anderen Tor begeben wir uns dann, wenn wir mal... Keine Ahnung, Zeit haben oder so. Hier ist nichts mehr. Und ich muss ja auch merken, keine Holzkisten mehr zu zerdeppern. Also zumindest nur einmal drauf zu schlagen. Schaut's voraus. Ich weiß, als ich die Treppe runtergegangen bin, habe ich ihn schon gesehen. Sieht man's. Unten links dann. Ist das irgendwie so ein spezieller Platz? Was war denn das? Kleriker-Amulett. Also Kloster-Amulett. Heilgift und stellt TP wieder. Wie viele Items es mittlerweile gibt, was TP erstellt? In Bewegung bleiben. Warum? Okay, wo sind wir denn hier? Oh Gott. Da hinten war noch einer. Okay, wir sind aber immer noch in diesem Wächterstand hier. Wir sind irgendwie langsam Zeit, dass wir uns mal irgendwie unsere Seelen loswerden. Aber man kann nicht, denn es gibt leider noch keinen. Okay, ich kann noch nichts verbessern. Bereit? Wofür? Noch ein Boss? Oder wie? Ach, keine Ahnung, wir geben uns jetzt mal zu dem hier. Ach, das ist wieder einer mit Schwert und Schild. Ja, das sollte leicht sein. Das sollte leicht sein. Das sage ich jetzt einfach mal. Nein, nein. Nicht während des Angriffs. Oh Mann. Zumindest sind sie immer noch so gütig, dass sie nach den Bossen ein Leuchtfeuer jetzt geben. Was da mit dem hier? Wie konnte man hier sterben? Sehr stolzen Ritters. Helle Bade des alten Ritters und dunkle Bastillen. Was ist das? Stärkt vorübergehend Finsternis ab. Oh, ist das irgendwie eine Andeutung? 170, was ist denn die Stärke? Die Stärke ist... Ach, das da unten. Stärke und Geschick wieder. Okay, ich brauche unbedingt mehr Stärke. Wie viel haben wir denn? 16, Stärke, 20, Geschick.
16 Stärke, 20 Stärke. Okay, ich brauche noch 5 Stärke und 12 Geschick. Sonst ist hier auch nichts. Schade, schade. Dann gehen wir runter. Oh, ich höre da irgendwas laufen. Oh, da ist ein Ritter, oder? Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Nicht während des Angriffs. Zweimal und weg. Lol, der greift viel schneller an. Und kann ihn einmal angreifen. Also sein zweiter Angriffskombo, der war jetzt aber viel schneller. Nein, aus. Hier ist noch einer. Grüne Blüte, was wir alles bekommen. Ich renne zuerst in ihre Richtung. Und ich muss mal ganz kurz das Fenster zu machen. Sonst hören mich irgendwelche Leute. Die denken dann, ich bin verrückt oder so, wenn ich schreie. Okay. Das ist doch bestimmt ein Geheimding. Oder? Nein. Habe mich jetzt aber gewundert. Gibt es denn keine Nachrichten? Also ich muss ja sagen, wenn man mit... Ja, wer kämpft denn bitte schon mit Zweihandschwertern gegen solche Typen? Also außerdem, man kann auch in so einem engen Gang gewinnen. Sagen ich mich nur um den herumbewegen kann. Ist das alles kein Problem. Zack, zack. Und zack. So. 30.000 Seelen. Ich sollte langsam lernen, wie man aufsteigt. Oh. Was ist denn hier? Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Wenn da jetzt ein Boss kommt oder so, ich fräse meinen PC. Nein, keine Ahnung. Oh Gott. Achso, ich dachte schon. Ich will doch nur Level Up werden. Was gelobt heißt, ja. Nicht aufgeben. Wieso nicht aufgeben? Wieso ist hier Wasser? Mach ich diesen? Nein. Dass sie wieder eine Illusion haben. Kann ich eigentlich auch immer diesen. Kann ich eigentlich irgendwie mit dem Fuß zuschlagen? Zu treten? Vor was ist der gestorben? Es kann nichts von der Decke fallen. Okay, nur ein Wächter. Aber bevor ich den bekämpfe, gehe ich mal hier hin. Ich warte nur darauf, dass mir unter meinem Boden. Unter meinem Boden. Unter meinen Füßen der Boden weggerissen wird. Oder so. Oh, es ladet. Es speichert. Entschuldigung. Oh, ein Bonfire. Yeah. Also ein Leuchtfeuer halt. Oh. Ja. Oh, es gibt nichts Besseres. What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Okay, aber ich muss sagen, das wollte ich ja schon seit zwei NPCs sagen, aber die bewegen nicht mal ihren Mund. Gut, bei ihr, sie hat eine Maske auf, aber die anderen, die bewegen nicht den Mund. Was ich schade finde. An odd one indeed.
I've always made a point of a... Well, you've made a point of... I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I come from Myra, a land of knights. My sword is always ready. Alles klar. Don't hesitate to call upon me. Whatever. Okay. You are an odd one indeed. Well, you... I don't... Okay. Ich war nicht aus dem Land von Myra, oder wie das hieß, ein... aus Dark Souls 1 irgendeiner Ritter. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich denke... Ich denke schon... Oh... Niemals werft. Oh, what the fuck, da hinten ging auch noch ein Weg lang. Da will ich jetzt erstmal hin. Oder ich bin wirklich zu inkompetent, damit ich verstehe, was ich jetzt eigentlich mit den Seelen machen kann. Ob sich das irgendwie geändert hat. Aber, naja. Weiß schon, irgendwann so... in der Mitte des Spiels, was ich jetzt nicht glaube, habe ich dann irgendwie 100.000 Seelen oder so. Oder halt in ein paar Stunden. Und ich, naja, laufe da mit den Seelen rum. Naja. Ich werde schon noch irgendwie erfahren, wie ich, oh nein. Schlau. Yes. Yes, my lord. Oh, ist er... Oh, gibt's eigentlich keine Fallen? Was? Rüstung voraus, aber Sackgasse. Rüstung voraus, aber Sackgasse. Links kurz, rechts Sackgasse. Hier ist keiner. Links hier ist eine Tür. Keine Ahnung, was mit der Tür ist. Und rechts haben wir ein Einbuchtung mit einer Kiste, wo ich drauf schlagen werde. Weil ich nicht will, dass das Ding mich frisst irgendwann. Ritter! Die Ritterrüstung. Sie. Oh. Habe ich ja schon die Ritterstolpe, oder? Alter, es geht aber runter. Okay, ich kann mich aber immer noch flott bewegen, dafür, dass ich eine Ritterrüstung anhabe. Also die alte Ritterrüstung ist praktisch... Die... Kann mich trotzdem schnell bewegen. Ach, aber ich will die andere, die hat mir aus, defensive. Und da ich ja ein Ritter bin, wie ist die, doch, Ritter oder Wächter oder so, ist ja die Klasse, das verstehe ich auch nicht, wieso bin ich Stufe 13 eigentlich schon? Kann mir jetzt mal irgendjemand sagen? Alter. Sind die echt bei dem Typen gestorben? Oder waren die einfach inkompetent? Mann, oh Mann, wie... Ich meine, anders kann man ja hier nicht sterben, aber... What the fuck, wie... Wie inkompetent muss man sein? Oh, die leuchten so gut. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch... Wäre nötig vor. Wie kann man hier sterben? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Achso, aus. Wie kann man denn hier gegen was kämpfen? Ach so. Die sind so natürlich so blöd. Die sind natürlich so blöd und greifen die an. Es gibt natürlich Leute, die greifen natürlich alle ein bisschen an. LOL! Ich dachte, nee.
Ich sollte die wirklich nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen fallen nicht. Kein Pfeil. Ich find's geil, dass ich die Dinge jetzt zu Schubs komme. Mir doch nicht, schade. Große Nebenstein. Okay. Ich will langsam mehr Estus-Flakons. Das wäre schon ziemlich nice. Kann ich hier rauf? Das sind einfach die Soldaten. Die sind wie die Ghoule aus ersten Teil. Also ich bin natürlich wieder so inkompetent. Und stelle mich wieder so an. Naja. Das reicht da hinten nichts. Nee, das, man sollte nie zweimal draufschlagen. Einmal genügend. Titanscherbe. Sollte man eigentlich die schon im ersten Teil kaputt machen? Komm schon, komm schon. Ich kenne das Augengriffsmuster von denen nicht. Okay. Ich möchte nichts sagen, aber kann ich. Stell dir Stolz. Kann ich denn. Ja. Komm schon. Kann ich denn. Soll ich die Farbe vergessen? Ah, verdammt. Verdammte Scheiße. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich hier gehasst dafür, dass ich mit so vielen Seelen so rum, hier rumlaufe. Ich hasse das. Lol, du lebst ja noch. Das ist jetzt scheiße. Okay, das war wirklich scheiße. Ich konnte nicht mehr. Und wenn ich jetzt bei denen sterbe, aber dann. Also bei den Rittern sterbe ich nie zweimal hintereinander. Aber wenn ich jetzt bei denen sterbe, dann, aber dann. Boah, das wäre so ärgerlich. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Bug sterben würde. Ach, den habe ich total vergessen. Ach, Leute, ich kann also mit dem leichten Schlag kann ich quasi. Alles klar, ich kann also einen Finisher mit dem leichten Schlag machen. Nein! Ich will jetzt hier nicht sterben. Ja, es ist. Ich verstehe immer die Muster noch nicht ganz. Ja. Okay, einfach draufschlagen. Die können ja nicht mehr angreifen. Du kommst. Ja, genau.
Ich habe nicht mal einen Bogen. Der rennt schon so schwul irgendwo. Oh. Nicht sterben. Fall mich durch irgendeinen dummen Fehler. Ja genau, lauf doch nicht zurück. Das hole ich mir erst sehen, wenn ich da reinlaufe. Finisher mache ich quasi nur mit dem. Oder? Ja! Und ich kann die am Boden schlagen, das ist noch geiler. Aber ich brauche wirklich eine Fläche, wo ich die dann. Also eine kleine Fläche, wo ich die dann umrunden kann und dann schlagen kann, weil so wird das nichts. Ne? Solange du stirbst, mein Freund. Okay, ich kann nur mit dem Schlag hier. Ich kann nur mit dem RB-Angriff, also mit dem leichten hier finishen. Ja, ist egal, ich hol's meine. Das dunkles Harz. Harz 4. Dunkles Harz 4. Dunkles Harz 4, das ist so schön. Ich hab keine Ahnung, was ich hier laber. Sie erinnern mich wieder an die Untotenstadt. Also an diese. Ne, wie heißt die denn? Lol, what the fuck ist das? My house in the middle of my street. My house. Was war das? Was habe ich da vorhin bekommen? Was habe ich denn da bekommen? Kann ich. Muss ich das so benutzen? Ja, das muss ich wahrscheinlich verbrennen oder zu irgendjemandem bringen. Ah, okay. Okay, ich muss jetzt echt aufpassen. Ich will nicht wissen, was das Viech kann. Ich bin nicht scharf darauf. Okay, anscheinend kann es nicht viel. Lol. Lol. Nein! Okay. Ich habe wieder den Fehler gemacht, dass ich zweimal angegriffen habe und das ist nicht so geil. My house in the middle of my street, my house. Da, 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 da. Ich glaube, ich mache da mal eine Aufnahmepause, nachdem ich meine Seelen zurückgeholt habe. Weil so kann das nicht weitergehen. Nein, nein, so kann es nicht weitergehen. Zuerst hole ich mir den da, weil den nervt einfach wegen den. Wenn ich da mal vorbeirennen muss. Lol. Ich vergesse immer den von Anfang. Aber wie sieht auch den an? Ich verstehe ja immer noch nicht, warum ich diese Typen nicht blocken kann, oder zumindest die Leben. Die ziehen mir immer Leben ab, das sind nur Standardgegner. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist total nervig. 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 Nein!
Ich werde eine Aufnahmepause machen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, war's das. Ja, würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und ja, das war's dann. Tschüss.